Hallo aus Neuendorf. Wieder ein mordstürmischer Wind. Das ist unfassbar. Eben noch war nicht so viel. Ich war mit der Drohne hier ein Stück Richtung Nordufer geflogen, weil ich schauen wollte, ob da eine Insel entstanden ist. Man sieht auch, es ist eine Insel entstanden. Aber ich konnte nicht weiterfliegen. Die Drohne hat so gegen den Wind gekämpft. Das ist abartig. Aber ich habe das Auto und Mountainbike dabei. Ich fahre jetzt nochmal Richtung Schlichow. Werde mir dort noch mal den Graben angucken und schauen, was der Bagger dort treibt. Ich hoffe, das funktioniert. Weil dieser Wind gerade eben war mal wieder extrem. So, ich bin jetzt hier am Überlaufpunkt zwischen Merzdorf und dem Graben nach Schlichow. Der baggert im Moment nicht. Vorne sind ein paar Arbeiter zugange. Ich werde gleich mal die Drohne starten und mal gucken, ob sich hier im Graben irgendwas getan hat. Thank you.
spannende Sache. Soweit ich gesehen habe, haben die Barriere weggemacht, die hier vorne war. Das Wasser steht aber noch nicht wirklich weiter wie bei meinen letzten Videos von vor ein, zwei Wochen. Aber wenn die Barriere weg ist und das Wasser weiter steigt, wird das Wasser also auch früher hier nach hinten nach Schlichow fließen, das ist mal sicher. Zumindest auf meinem Handy-Display sah es so aus, als hätten sie diese Barriere, was so ein Überweg war, weggebaggert. Das ergibt Sinn. Ja, was sie jetzt da vorne machen, habe ich keine Ahnung, jetzt sind sogar alle weg. Gerade eben waren auch noch verschiedene Arbeiter. Kann ich nicht erkennen. Ich fahre jetzt mal noch ein Stück in die Richtung mit dem Fahrrad und guck mal, ob ich noch irgendwas entdecken kann. Ich habe keine Ahnung, was der Bagger hier baggert. Eigentlich sieht man gar nicht viel.